Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, das klingt immer so schön, was Sie uns hier vortragen. Aber ich glaube, ich muss hier etwas Wasser in den Wein gießen. Das beginnt schon mal beim Volumen, was hier zur Verfügung steht. Sie haben gesagt, wir knacken jetzt die 8-Milliarden-Euro-Grenze. Ich möchte aber mal Folgendes gegenüberstellen. Und Sie haben ja selber gesagt, Entwicklungspolitik hat auch was mit Außenpolitik zu tun und sehr eng mit dem Auswärtigen Amt verzahnt die Politik. Und da muss man eben die zwei Ministerien mal zusammennehmen und gegenüberstellen und gegenüberstellen das Verteidigungsministerium. Und da möchte ich Ihnen nur sagen, wenn man sich anschaut, in Ihrem Ministerium haben wir dieses Jahr einen Aufwuchs von 580 Millionen Euro. Allerdings sind da 310 Millionen Euro Mehreinnahmen dabei, die Sie sowieso bekommen hätten, nämlich Darlehensrückflüsse. Wenn ich die abziehe, sind es nur noch 270 Millionen frisches Geld. Und wenn ich jetzt das mit dem Außenministerium in Gemeinschaft betrachte, die 200 Millionen Euro weniger haben, bleiben nur noch 70 Millionen übrig. Und wenn ich da noch die globale Minderausgabe gegenrechne, bleibt vom Prinzip her nicht ein einziger Euro übrig, der mehr in den Bereich wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklung gesteckt wird, sondern ganz im Gegenteil. Und wissen Sie, was ich nicht verstehe? Wir reden die ganze Zeit über das 0,7-Prozent-Ziel. Seit Jahren reden wir darüber, dass dieses Ziel erreicht werden muss. Und ich habe ja gerade das Verteidigungsministerium angesprochen. Also wir sehen, Geld ist ja erstmal da. Im Verteidigungsbereich sind in den letzten 12 Monaten beschlossen worden, 3,5 Milliarden mehr reinfließen zu lassen. 3,5 Milliarden mehr. Um das Ziel 0,7 zu erreichen, bräuchten wir 5 Milliarden mehr. Das heißt, mit den 3,5 Milliarden, die in den Verteidigungsbereich fließen, wären wir schon ein großes Stück vorangekommen beim Erreichen des 0,7-Prozent-Ziels, wenn wir es hier reingesteckt hätten. So, und da verstehe ich ein was nicht. Ihr Parteikollege Horst Seehofer, der setzt sich doch immer so vehement für Obergrenzen ein. Ne? Zuzug an Flüchtlingen, Obergrenzen brauchen wir. 200.000 ist eine Sache, die wieder in den Raum geworfen wurde. Warum hat sich eigentlich die CSU in den Haushaltsverhandlungen bei der Entwicklung des Kabinettsentwurfs nicht einmal durchgesetzt in diesem zentralen Bereich, nämlich zum Beispiel Fluchtursachen bekämpfen, dass wir tatsächlich nicht mehr die Situation haben, dass die Menschen aus Not nach Deutschland kommen müssen, sondern wenn Menschen herkommen, dann möchte ich gern, dass sie aus freien Stücken hierher kommen können. Das wäre doch ein Beitrag gewesen, Obergrenzen einzurichten. Nun sage ich auch nicht, wenn wir dieses Geld hätten und wenn wir ein 0,7-Prozent-Ziel erreicht hätten, dass dann alle Probleme gelöst wären. Das ist völlig klar. Aber wir haben pünktlich zur Haushaltsberatung den Bericht, Sie hatten ihn, glaube ich, auch angesprochen, vorliegen von UNICEF, dass mittlerweile fast 50 Millionen Kinder, davon 28 Millionen Kinder, aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Flucht sind. Fast 50 Millionen Kinder. Und ich finde, diesen Kindern und Jugendlichen, die auf der Flucht sind, denen hätte man natürlich mit mehr Geld tatsächlich effektiv helfen können. Weil ein was ist, glaube ich, unbestritten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Fluchtursachen bekämpfen ist das A und O. Das ist die wichtigste Aufgabe, vor der wir in den nächsten Jahren stehen werden. Und dazu gehört eben, es ist angesprochen worden, zum einen Kriege beenden oder am besten sogar Kriege verhindern. Dazu gehört natürlich auch, die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen. Dazu gehört auch, Hunger und Armut zu beseitigen. Und für all das brauchen wir eben auch Geld. Trotz alledem brauchen wir auch Entscheidungen. Auch das hatten Sie angesprochen. Sie haben hier mehrere Beispiele genannt. Und ich möchte zwei Sachen noch mal unterstreichen, für die wir hier jetzt sofort mitsorgen können. Wir brauchen mehr Entscheidungen gegen Rüstungsexporte. Es kann nicht sein, dass wir Rüstungsexportentscheidungen hier, also dass die Bundesregierung Rüstungsexportentscheidungen trifft, in Länder im arabischen Raum, die Kriege in Jemen führen. Und wir haben dann mit den Auswirkungen zu kämpfen. Das geht so nicht. Und Sie haben es auch angesprochen, wir brauchen Entscheidungen für einen gerechteren Welthandel. Sie selber haben gesagt, nicht mehr freier Welthandel, sondern wir brauchen fairen Welthandel. Richtig, findet unsere Unterstützung. Und ich glaube auch, dass wir diesen 50 Millionen Kindern, die hier auf der Flucht sind, denen müssen wir Perspektiven bieten. Wir müssen ihnen Mut geben, dass sie wieder etwas schaffen können. Und wir müssen auch darauf aufpassen, dass sie nicht zu permanenten Flüchtlingen werden, dass sie immer wieder vom einen Ort zu einem anderen flüchten müssen. Und ich glaube, wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass, wenn man sich mal überlegt, nach Deutschland sind letztes Jahr über 1 Million Menschen gekommen,
weil sie vor Krieg und Zerstörung und Not geflüchtet sind. Und was hat das bei uns für gesellschaftliche Debatten ausgelöst? Was hat das für politische Veränderungen nach sich gezogen? Letzte Wahl in MacPom, nur mal als Hinweis. Das heißt doch aber, in den anderen Ländern, wo Flüchtlinge auch bleiben, insbesondere in den Ländern, wo es, denen es nicht so gut geht wie bei uns werden ja die Flüchtlinge medizinisch, sozial und bildungs- und kulturell auch mit unterstützt, sondern in den Ländern, wo das alles nicht passiert, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, wo die Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen, dort führt das doch auch zu sozialen Spannungen. Und diesen sozialen Spannungen können wieder Gründe sein für weitere Konflikte. Und genau deshalb müssen wir an diesen Stellen eingreifen und mehr dafür tun, dass diese Konflikte in Zukunft verhindert werden. Herr Minister, letzter Punkt, den ich gerne noch mitgeben möchte. Es gibt ja immer, Sie hatten das Textilbündnis angesprochen, was Sie ja sehr stark auf den Weg gebracht haben. Und Wertschöpfungsketten zu kontrollieren, transparent zu machen. Und da möchte ich nur sagen, ja, richtig. Aber dann ist mein Vorschlag auch darauf zu achten, dass im eigenen Haus die gleichen Maßstäbe angelegt werden. Ich habe mal nachgefragt, wo die Bundeswehr ihre Anzüge und alles, was sie an Bekleidung braucht, herstellen lässt. Und das ist eine große Liste von Ländern, wo produziert wird. Aber es sind eben auch Länder mit dabei, China, Tunesien, Indien, Indonesien. Also alles Länder, über die wir hier auch sprechen. Und deshalb bin ich der Meinung, prüfen Sie doch mal bitte mit Ihrer Kollegin aus dem Verteidigungsministerium, wie, unter welchen Bedingungen die Sachen, die die Bundeswehr nutzt, hergestellt werden. Auch dort könnten wir mit einfachen Möglichkeiten vielleicht zu Veränderungen kommen und etwas dazu beitragen, dass Ihr Textilbündnis erfolgreich werden könnte. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Stefan Rebmann für die SPD.